Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video von Plankton Plus Aquaristik. Heute von der Messe Interzoo 2022 und wir wollten euch mal so ein bisschen unser Showbecken hier vorstellen, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben von DD. Ihr kennt ja schon unser 1200er Becken, was bei uns an der Kasse steht, das Anemonenbecken, das wir hatten, das 900er war auch aus der DD-Linie und jetzt gibt es ganz neu eine weitere Aquarienlinie von DD, die ein bisschen anderes Konzept fährt, zeige ich euch gleich mal und ja, das gucken wir uns halt einmal an, los geht's. Wir haben anscheinend einen ganz schönen vollen Besatz hier mit auf die Messe genommen. Naja, natürlich. Also wir haben ganz grundsätzlich mal vielleicht so ein paar Grunddaten. Wir haben jetzt hier 1,80 Meter Kantenlänge, deswegen auch DD 1800. 1,80 Meter Kantenlänge mal 60 Zentimeter. Das sind 750 Liter ungefähr Hauptbecken plus Technik dazu. Also wir reden von 850, 900 Litern, so roundabout. Also ein ganz schöner Pott. Gewohnte DD-Qualität, muss man sagen. Also das, was man schon kennt. Es ist jetzt hier neu, dass wir hier ein Alu-Profilgestell haben. Die bisherigen DD Reef Pros, die es ja auch weiterhin gibt, das sind ja ganz normale Holzschränke. Wir haben jetzt hier einen Alu-Profil-Unterbau. Naja, auch einfach der Beckengröße geschuldet, ne? Dass du da einfach ein bisschen mehr Stabilität auch nochmal hast. Ansonsten von der Ausstattung ist es genauso wie auch die 1200er. Es gibt ein Standardset, da hast du das Hauptbecken, das Technikbecken dabei und natürlich den Schrank. Es wird auch unser Kenntnisstand zumindest jetzt eine Deluxe-Variante wiedergeben, wo dann auch Lampen und so als Komplettset quasi dann alles dabei ist. Es gibt zu dem Becken noch keine Infos. Wir blenden euch das in der Videobeschreibung ein, beziehungsweise verlinken euch das Becken direkt bei uns auf der Homepage. Da habt ihr dann alle Infos mit dabei. Wir haben jetzt hier die Weltpremiere von diesem Becken. Wir sind jetzt der Erste, der das zeigen darf. Das wird jetzt die nächsten Wochen kommen, aber ich denke mal, bis zum Video-Release haben wir da auf jeden Fall Infos und verlinken euch das einmal unten in der Beschreibung. Was ist denn für dich das Highlight an dem Becken, was du vielleicht bei anderen Aquarien gerade in diesem Komplettset-Bereich vermisst? Ja, es ist natürlich so, wir haben jetzt hier wieder, wie man es eigentlich auch möchte, in dieser Region ein komplettes Weißglasbecken und wir haben das wieder als Poolbecken. Also wir haben keine Verstrebung, wir haben keine störenden Elemente. Das ist ein 19 mm Glas, das ist ein richtig schweres Ding. Wir haben da richtig zu kämpfen gehabt beim Aufstellen, aber es geht alles. Schön finde ich hier, wir haben zwei Ausströmer in beide Richtungen einen. Und wir haben jetzt in dem Becken hier für die Messe noch nicht mal eine Strömungspumpe verbaut. Weil in Verbindung mit einer relativ starken Förderpumpe, da ist jetzt eine Chibao, meine ich, verbaut. Genau, eine Chibao, eine Förderpumpe. Und die kriegt jetzt da wirklich genug Dampf ran, um das Becken sogar komplett ohne Strömungspumpe zu versorgen. Ich würde zwar eine einbauen, wenn das jetzt dann länger steht. Das Becken zieht nach der Messe um zu uns ins neue Geschäft an die Kasse. Da werden wir es dann auf jeden Fall ausstatten. Aber jetzt hier reicht das vollkommen aus. Also das ist eine coole Sache, muss man sagen, ne? Also wir haben im Prinzip das jetzt besatztechnisch so gemacht, dass wir das 1200er, das bei uns jetzt am aktuellen Standort noch war, das haben wir ja komplett ausgeleert. Das ziehen wir ja mit um und haben quasi den Besatz, den wir da rausgeholt haben, jetzt 1:1 ins Messebecken rein. Aus dem Grund, wir brauchen jetzt hier auf der Messe nicht den Fischbesatz. Es geht jetzt erstmal ums Becken an sich, um Korallen und um ein bisschen das zu zeigen. Und vor allem der Besatz, der in diesem 1200er drin war, der stand ja an der Kasse. Das heißt, die Tiere sind gewohnt, den ganzen Tag Leute und gucken. Und man sieht schon hier, ich kann hier arbeiten und tun, das stört die gar nicht. Also die bleiben da ganz entspannt. Und bevor wir da jetzt neue Tiere aus den Anlagen holen, dann das erste Mal hier so ein bisschen erstmal Messeluft auch schnuppern müssen und so mit diesen ganzen Leuten umgehen müssen, ist das eine coole Sache. Und vor allem, wir haben ja ein Poolbecken. Das heißt, wir haben ja keinerlei Sprungschutz. Es gibt zwar optional wieder ein Sprungnetz, was man drauf machen kann, aber das haben wir hier nicht. Deswegen ganz wichtig, Tiere zu verwenden, die sehr, sehr stressresistent auch sind. Wie ist das ganze Unterschrankthema? Gibt es da schon Informationen, welche Farben zum Beispiel gewählt werden können, wie jetzt in den alten Becken auch? Ja, es wird verschiedene Farbdekore geben. Es gibt jetzt hier auch neu die Farbthemen immer in Glanz und in Matt. Also ihr könnt jetzt immer wählen bei den Farben, was euch besser passt. Bei den älteren Linien, bei den 1200er zum Beispiel, gab es ja immer nur die Glanzfarben. Da gab es ja keinen richtigen Mattton. Und ich muss auch wirklich sagen, wenn du das hier mal anguckst, das ist wirklich extrem schmutzresistent. Also du kannst gerade auf der Messe, wir sind hier den ganzen Tag dran und den ganzen Tag am Touchen, du siehst ja keinen Fingerabdruck, kein gar nichts. Also materialtechnisch ist das schon super. Also es macht einen sehr, sehr guten Eindruck bis jetzt. Wie wird das ganze Becken einmal versorgt?
Also von der Grundversorgung her ist es so, wir verwenden ja unser Reef Complete jetzt hier komplett. Die Basic-Grundversorgung machen wir über unser Reef Complete. Carbonat, Herde, Calcium, Magnesium mit allen Spurenelementen. Dann haben wir unser Salz natürlich verwendet, das aus der Reef Complete-Serie. Und was jetzt hier ganz neu ist, ist der Sand. Das ist ein neues Produkt, was jetzt von uns kommen wird. Ist noch nicht released, aber hier einmal weiter zum Testen quasi im Aquarium eingebracht. Ist ein für mich optisch extrem ansprechender Sand. Es ist nicht zu weiß und nicht zu clean. Und das ist so ein richtiger Karibik-Strand-Sand, kann man sagen. Ja. Also richtig, sieht wirklich richtig top aus. Wir haben hier runde Körner, also nicht diesen Kies-Sand, den man so kennt, sondern komplett runde Körner. Hat den Vorteil, man kann in der Körnung relativ fein gehen, hat aber trotzdem durch die runden Partikel relativ wenig Angriffsfläche, was die Strömung angeht. Das heißt, seht ihr hier, wir haben hier null Verwirbelung, kein gar nichts. Also das bleibt richtig schön da. Und was auch ein Vorteil ist, wenn man zum Beispiel Baggergrunden oder Ähnliches drin hat. Die Tiere haben natürlich mit einer runden Körnung wesentlich weniger Verletzungsgefahr als mit einem geschroteten, gekiesten Sand. Deswegen alles in allem ein wirklich tolles, tolles Produkt. Werdet ihr demnächst dann sehen. Und da werden wir auch euch zeitnah wieder drüber informieren. Ansonsten futtertechnisch natürlich ganz normal unser Zooplankton. Können wir eigentlich gleich mal eine Futterrunde machen, oder? Dann hole ich mal was. So, da kommt sie, die Bande. Ja, das ist halt auch ein schöner Punkt von unserem Zooplanktonfutter jetzt. Du siehst schon, das Futter bleibt immer schön in der Schwebe. Das fällt nicht auf den Boden runter. Es bleibt aber auch nicht an der Wasserfläche oben, wo es dann vom Skimmer abgezogen wird, sondern das nimmt so richtig schön durch die Strömung, wird es aufgenommen. Und man kann einfach ja, dadurch ein sehr natürliches Futterabbild schaffen, so wie die Tiere in der Natur auch fressen. So, was haben wir alles verbaut? Ich würde sagen, wir fangen mal von oben an. Lampentechnisch, wie fast immer, unsere Hydras. Hier jetzt 5 Stück von den HD32. Ich vermute mal, wenn dieses Becken dann im Deluxe-Set kommt, werden da die 64er drüber sein, also die mit 4 LED-Cluster. Hier haben wir jetzt mal unsere Doppelcluster drauf. Bewährtes System, bewährtes Licht, 100-fach in den Videos schon angesprochen, brauche ich nichts weiter sagen dazu. Funktioniert bombastisch gut. Und wenn wir jetzt hier unten mal aufmachen, also by the way, diese wunderschöne Folierung hier haben wir jetzt für die Messe gemacht, ist natürlich auf euer Becken nicht mehr drauf. Also ihr habt da eine cleane Front. Ihr habt jetzt links nochmal ein Abteil, da haben wir jetzt ein bisschen Auffüllwasser und ein bisschen Kleber und was man halt so braucht, ein bisschen drin. Kann man auch einen Kühler reinstellen, kann man verwenden, wie man möchte. Also hat hier nochmal eine komplett abgetrennte Abteilung. Dann schauen wir hier einmal. Haupttechnikbecken. Hier ist es jetzt anders als bei dem 1200er. Beim 1200er ist es so, dass ihr das Osmosewasserabteil mit im Technikbecken untergebracht habt. Wir haben natürlich jetzt hier einen deutlich größeren Unterschrank, deswegen können wir das separat machen. Das steht hier rechts drin, sehen wir jetzt gleich nachher, wenn wir die nächste Tür aufmachen. Ansonsten, wir haben hier auch für die Messe wieder auf bewährte Technik gesetzt, die wir gern verbauen. AK ACS 180 Abschäumer, funktioniert bombastisch gut, ist auch ein Abschäumer, der zum Beispiel jetzt nicht überkocht am Anfang. Also zumindest jetzt hier in dem Fall war es so. Oft hast du es ja, ne? Becken neu aufgestellt, Fische rein, alles rein, Abschäumer an, puff, wunderbar. Kannst du wunderbar fein einstellen. Hat man aber ja schon mal thematisiert. Wir haben den AK-Fließfilter in der Direktverrohrung mit drin. Brauche ich auch nichts mehr sagen dazu. Bewährte Technik, wunderbar. Wir haben natürlich wie immer unseren Fiat UV-Klärer direkt in die Steigleitung rein verbaut. Mit einer Chekot Chebau Förderpumpe. Und das war es jetzt auch für die Messe. Mehr hier bitte nicht. Ne? Verrohrung aber auch schon immer bei den anderen DD-Becken perfekt verarbeitet. Wunderbar. Steckt sie zusammen, festdrehen. Ende. Finito la musica. So, und hier haben wir jetzt nochmal, das kommt auch mit in der Lieferung mit dazu, ein separates Osmosewasserbecken, das ihr dann befüllen könnt. Man könnte jetzt das Becken auch nochmal links ans Technikbecken ranschieben, habt ihr rechts ein bisschen mehr Platz. Man könnte auch den Schrank ganz links, in dem jetzt unser Nachfüllwasser drin stand, könnte man auch dann als Dry-Technikbereich nehmen, also wo ihr die ganze Elektrik verbaut. Also ihr seid hier wirklich hochflexibel und könnt euch da je nach Bedarf und auch je nach Technik, was ihr da verbauen wollt, das Ganze wunderbar aufstellen und aufbauen. Jetzt die Technik einmal außer Acht gelassen. Mhm. Wie ist der Riffaufbau konzipiert hier? Wir haben ja ein
relativ wuchtigen Steinaufbau, der aber auch Plankton Plus typisch ist. Ja, wobei das, finde ich, fast ein bisschen täuscht. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Öffnungen, Versteckmöglichkeiten und so weiter. Der Steinaufbau sieht auf den ersten Blick jetzt ein bisschen wuchtig aus. Ich weiß nicht, wie es am Video rüberkommt, aber es ist eigentlich so, wir haben es jetzt so aufgebaut, dass du sehr, sehr viele Versteckmöglichkeiten hast. Also die Tiere können fast unter jeden Stein runterschlüpfen und durchschwimmen. Das ist immer ganz wichtig, gerade für ein öffentlich stehendes Messebecken, dass die Tiere auch mal wirklich weg können, wenn sie wollen und sich da zurückziehen können. Aber schau mal, die Rasselbande, den ganzen Tag Hunger, das ist sehr unglaublich. Ja, zum Glück hast du genügend Futter mitgebracht und alle 10 Minuten fliegt was rein. Das ist fühlen wirklich, die natürlich total. Und auch mit dem wirklich, ich kann das immer nur betonen, mit dem Zooplankton, mit der Linie, die wir haben, schaut mal die Farben von den Antias an, wie krass die werden. Ich hoffe, ihr seht das am Video so, wie das jetzt hier live auch da ist. Das ist wirklich toll. Ansonsten nochmal zum Steinaufbau. Wir haben auch die Steine natürlich aus dem 1200er Becken mitgenommen, dass wir schon mal einen Teil ein bisschen lebend haben, dass wir jetzt hier nicht komplett auf Null anfangen. Und haben den Rest einfach ergänzt, auch wieder mit den MyAqua Reef Rocks von Aqua. Da ist jetzt eine Mixkiste manchmal noch mit drin und das funktioniert gut. Die Korallen sind allesamt nur gestellt. Wir haben keine einzige Koralle geklebt. Bei meinen 2-3 Tagen müssen wir das alles wieder rausreißen. Wenn du dann jede Koralle runterklopfen musst mit dem Hammer, tust du auch keinen Gefallen. Also siehst du, funktioniert wunderbar, steht gut. Der Michael hat das Aquarium eingerichtet. Ja, aber was soll ich sagen, ist halt ein Profi. Ja, er macht das. Und wo wir schon beim Thema Gestein und Riffaufbau sind, habe ich jetzt noch ganz was Feines für euch. Was ganz Besonderes. Kommt mal mit, wir gehen mal um die Ecke. Und zwar hat hier unser lieber Tobi von Natrop Sea Friendly Reef eine schöne Idee gehabt. Und zwar gibt es hier jetzt ein Designkonzept. Ja, das Reef Art in Design nennt sich das Ganze. Ist ein natürlich aussehendes oder ein natürliches Riffgestein. Ich möchte das gar nicht jetzt im Detail eingehen, da wird von Tobi auf jeden Fall was kommen. Ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber ich muss das euch mal zeigen, weil das sieht unglaublich aus. Das Ganze ist eine sehr, sehr individuelle Sache, dieser Stein. Tobi, was gibt es da für Möglichkeiten? Kann man da relativ individuell sich dann, genau, was also man möchte? Ist, ne? Jedes Stück ist quasi ein Unikat. Ja, genau, Unikat. Das Wort hat mir gefehlt, genau. Danke. Genau. Und das Ganze funktioniert immer mit Magneten. Das heißt, wir haben hier ein 19er Glas. Überlegt euch mal, was das bedeutet. Bei einem 19er Glas so einen Stein, der wiegt ja auch, so dahin zu bekommen. Geil. Also kleben kann jeder, aber mit Magnet, das ist schon geil. Du kannst ja auch wunderbar von unten zum Beispiel jetzt entgegenbauen, ne? Dass du so richtig ein Konstrukt hast, was an der Scheibe mit anliegt, was aber wirklich, also ach, ich bin gespannt, was da alles kommt. Tobi wird auch uns fürs neue Geschäft da ein bisschen was machen und wir werden da ein Becken mal komplett mit diesen Steinen ausstatten. Also das, freut euch drauf, das wird so. Leute, das war jetzt mal unser DD 1800 auf der Interzoo 2022. Ihr seht im Hintergrund schon unseren schönen Stand hier stehen. Da gibt es ein eigenes Video noch, wo wir den Stand mal ein bisschen präsentieren, die Messe ein bisschen präsentieren und euch so ein bisschen mitnehmen auf unserem Messeauftritt hier. Das ist jetzt auch 4 Tage Messe, 2 Tage aufbaut, also eine ganze Woche. Wahnsinn, was da trotzdem von Rattenschwanz dranhängt. Aber nichtsdestotrotz, ein weiteres Becken. Schöne Sache. Immer schön, mal wieder was Neues auch da zu haben. Zieht nach der Messe, wie gesagt, mit um zu uns ins Fachgeschäft, könnt ihr es euch angucken, kommt bei uns ganz normal ins Angebot mit rein, könnt ihr euch bestellen, wir bauen das bei euch auf, wie ihr möchtet. Wir sehen uns nächsten Freitag mit einem neuen Video. Danke fürs Dabeisein, bis dahin, danke.